Thank you.
Mann. Weiß ich nicht.
Aber die machen ja heute schon, ne? Mit der Elternzeit, du bist eh gerade alle, das gab es ja früher. Weil ich meine, ich habe früher von meinem Sohn 50 Mark gekriegt, D-Mark. Ja? Und heute kriegst du 185 Euro oder so. Ja? Und dann kannst du dann eh mal zu Hause bleiben oder bis ich, ja. Oder? Also, weil die immer sagen, die machen nichts für Kinder. Ja. Also, die Eltern sind heute anspruchsvoller als früher. Ja. 1970, da hatte ich noch nicht mal einen Farbfernseher. Ja. Ja, ist heute alle dann was. Kind, das tut weh. Deine zwei spitzen Zähnchen. Eben so ein Schlag wieder mit den Noppen. Ne? Da musst du dann richtig hingehen, ne? Dann muss er ins Netz hier fallen. Ne? Mhm. Wenn du glatte Belege hättest, ne? Ja. Dann wirst du, was ich meine. Ja? Ja. Da
Da musst du doch immer ein Stück entgegenwinden. Sind die schwersten am Anfang. Ob der die dann alleine lassen hat, die haben die anscheinend eh nicht genommen. Das ist mir auch im Kirschberg schon aufgefallen, ja, dass die dann während des Spiels schon anfangen zu trinken. Ja. Also ich aus Berlin kenne ich das überhaupt nicht. Ne? Wir waren dann immer nach dem Spiel, sind wir dann irgendwo war immer im Lokal oder zum Essen oder Trinken. Und, aber dann nachher, wenn ich in Starnsdorf gespielt habe, da hatten die dann auch irgendwo da im Osten, da überall dann ein Kasten Bier stehen und gesagt. Aber während des Spiels, also. Oder auch danach, denn, ne? Wenn das ist ja heute so gefährlich. Also. Frau, ne? Mit der war ich ja von 70 bis 76 verheiratet. Die hat dann 3 Jahre zu Hause geblieben. Die hat basically im Monat 1300-1400 Mark verdient. Und das war damals brutto. Ne? Und das ging trotzdem. Ne? Was hat die gehabt? Einen alten VW Käfer mit Zwischenpass. Ja. Nur ein bisschen die Ansprüche sind heute. Weißt du, kein Internet gehabt, kein Computer, ne? Nicht mal Farbfernseher. Ja. Ofenheizung, Wohnung, also war ja, naja, in Berlin war ja die Wohnungsnot genau wie heute, ne? Und du hast ja dann, wenn du verheiratet warst, hast du ja deine Wohnung gehabt, ne? Mit Kind, ne? Hast du dann auch gekriegt, ne? Heute, da schmeißen die hier, siehst du ja die Wohnung hier nach, ne? Also, außer in Berlin natürlich nicht, ne? Da musst du da schon richtig berappen. Zu denen nicht wieder eins hier.
viele türkische Spieler in der Mannschaft, ne? Spielen die ja nicht bei euch jetzt? Ich bin der Zweite. In der Zweite? Wollten die dann überhaupt jemanden noch haben da? Sie brauchten ja wen. Ja. Und wo ist der Ruhan? Wo spielt der? Der spielt offiziell auch in der Zweiten. Die wollten unter sich bleiben, ne? Hat mich gewundert, dass der Ralf schon da Wojtyszek jetzt zu euch gekommen ist, ne? Denn das ist ja auch so eine spezielle Truppe, ne? Die würden wir gerne entnehmen, ne? Ja, stimmt, ja. Serkan, der hat sich dann in der ersten so richtig drin gespielt. Ja. Ja, wenn er beruflich alles kann, dann. Ja, bis auf heute. Ja, aber so drei Spiele hat er auch. Ja. Aber er ist halt im Schießplan immer vorher schon, ne? Das ist das Gute. Naja. Oh. Leute vielleicht noch Schichtdienst haben. Nicht? Dann wird es schwierig. Ja, du hast normale Arbeitszeit, ne? Sonntag und Sonntag frei? Frei. Naja, das ist so. Ich hatte immer einen Vorteil gehabt. Ich im Betriebssport, also wie gesagt, und im Verein. Und im Betriebssport hat ich einen Direktor gespielt. Ne? Da hatte ich immer meine Dienste da. Ich ja bekannt, weil ich ja früher Fußball auch gespielt habe da, ne? Und Tischtennis parallel. Also. Ich hatte dann auch offiziell hattest du alle 4 Jahre eine Sommerferienurlaub, ne? Ich hatte jedes Jahr war ich auch ausgenutzt. Geht heute auch nicht mehr. Ne? In der Landesliga auch nur am Wochenende gespielt. Ne? Also, das wäre ja in der Woche gar nicht gegangen. Wenn du dann nicht 20 Uhr anfängst oder so, ja, wie willst du denn jetzt, wenn ich nach Wittenberge kommen oder so? Ja? Oder Neustadt-Dosse, ja? Das waren ja richtig Entfernungen gewesen. Ja, müsste abends, weiß ich, um 10 oder weiß ich, 11 zu Hause, je nachdem. Und dann haben sie den nächsten Tag, weil das Wochenende sowieso versaut war, ein Heimspiel angesetzt um 10 Uhr. Da hat sie gesagt, nee. Nee, weil sie auch dann jedes zweite Wochenende gearbeitet hat. Ne? Da hat sie gesagt, also wenn du das machst, dort, dann zeige ich dir die rote Karte. Hätte mich natürlich schon gereizt. Ne? 10 Jahre her ist aber schon, da war ich ja noch fit. Der Tischtennisfreund, der hier eine Ferienwohnung hat, nicht? Der hat ja auch mal in der Regionalliga mal so ausgeholt. Schwarzen Grande und so weiter. Wow. Die Damen hier, das eine Mal, ne? Sind sie mit 3 Damen irgendwo hingefahren, nicht? Weil sie keine 4 gefunden haben. Also da hätte ich doch wirklich, dann hätte ich. Die Dame gewesen wäre auch in der zweiten mit. Ich weiß, das ist sehr schade. Ich verstehe es auch nicht. Aber. Das hat sie sicherlich auch gemacht, ne? Wenn sie nicht in der Oberliga oder so. Ne? Auf jeden Fall. Das ist doch mal interessant. Sowas, ja? Aber nicht alleine, war das ja auch alles nicht so uninteressant. Ne? Also in der Gemeinschaft, wo mal. Ja.
Deswegen, ich meine, der war ja auch mal zum Training mit denen, der mal kam, ja. In der Kleine, der mit seinen auch langen Noppen. Okay. Der hat dann auch so ein. Na gut, ich kenne ihn ja, ne? Aber wenn du ihn nicht kennst, ne, dann ist das ein unangenehmer Spieler. Ne? So hat er dann Markus Findling und du hast auch verloren. Ne? Ich hatte nachher irgendwie mehr gewonnen als verloren. Ne? Weil ich, Müll, aber nicht, wenn du ihn nicht kennst. Ne? Im unteren Parkplatz war der immer besser als ich. Obwohl er dir ja nicht tun kann. Ja? Der kann ja nicht mal schießen. Also. Aber wie sagt er immer, wenn du Material hast, musst du das auch beherrschen können. Ne? Und das kann der. Früher wisst ihr, da kennst du sicherlich auch noch diese bestrahlten Noppen. Ne? Ja. Ja, das war ja ekelhaft. Da eine Mikrowelle bin ich nicht und alles. Ne? Wenn der zweite Ball ankam, ne? Ja, das macht doch keinen Spaß mehr. Ne? Ein paar Mal gegen ihn getrainiert und dann ging es. Ja, das ist. Da habe ich auch im Training halt dann mal gewonnen, aber. Ja, das ist, wenn du gegen die Leute öfter spielst, ne? Weil du hast ja mehr Möglichkeiten als er, ne? Weil seine Rückhand ist tot, ne? Nicht nur noch als Linkshänder, ne? Na gut, wenn der aber ohne Training jetzt heute, ne? Also, wenn du gegen den ein paar Mal spielst, dann wirst du ja auch besser gewinnen, ne? Hm. Aber gestern hat er wieder beide gewonnen, aber zuerst wieder vorne. Ja, weil die Leute ihn nicht kennen. Ne? Der hat gespielt, Grunwald auch. Grunwald auch mal. Und Grunwald 1-1. Bei dem denkst du auch, bei dem Grunwald immer. Ja, also. Aber der lebt auch so von seinen Anschlägen. Ne? Und dann hat er ja mit als Linkshänder diesen Zug. Aber da ist es gar nicht so weich. Also er macht nur einen weichen Topspin. Ja. Die hatten sie gestern insgesamt gespielt, die zweite. Hatten sie fünfmal verloren. Also da hatte dann vorne der eine gefehlt. Achso, Max Friedrich hat gefehlt. Ja. Ist klar, wenn da einer vorne fehlt, dann. Gespielt, der Reinhard. Der hat 1-1 gespielt. Und Nix. 0-2. Hm. Naja. Unten hat er dann Timo Dieter. 0-2. Ja, und ja. Ali. Jetzt sind wir
Bruder von Hussein. Mhm. Auch 0, also 0-1.